Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, wir sind hier in Berlin, wie im Eingangsvideo schon zu sehen. Ein paar kleine Aufnahmen, was ich im Livestream alles so erledigt habe. Unter anderem halt hier den Alexanderplatz ein bisschen aufgebaut, dann den Bahnhof hier ausgebaut, ein bisschen außerhalb den Hauptbahnhof. Und S-Bahn-Linien eingerichtet, die so schön im Kreis um Berlin rumfahren. Genau, und dann in der vorigen offiziellen Folge haben wir ja Maschinen nach Köln und München gebracht. Mal gucken, wie viel jetzt da schon angekommen sind. Ja, die Abdeckung in Köln liegt jetzt bei 60%. Achso, ich habe ja das Datum pausiert. Ich werde das mal hier ein bisschen wieder anmachen, damit wir auch in der Zeit voranschreiten. So, ich wollte ja in dieser Folge auf jeden Fall Werkzeug auch nach München bringen. Und das wollte ich ja hinten mit dieser Werkzeugfabrik machen. Gucken, wir die Produktion davor ja ein bisschen erhöhen können. Mal sehen, wie viel hier. Okay, hier wird jetzt noch nicht so viel versendet und hier ist auch nicht viel Holz im Lager. Mal kurz gucken, ob ich hier noch mal herbringen kann. Holz. Holz bringen wir voll von da schon rüber. Würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal blub, 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 genau ein Doppelgleis hier lang führen werde. Erstmal baue ich den hier nochmal kurz aus, ein bisschen. Sollte den vielleicht auch ein bisschen verlängern. Es könnte Sinn machen, das in diese Richtung zu machen. 2000 Jahre später. So, der Bretterbahnhof ist hier schon mal ein bisschen größer geworden. Jetzt werde ich mal versuchen, das Gleis hier irgendwie rüber zu bekommen zu dem Bahnhof. Und dann werde ich von hier drüben, glaube ich, noch Holz holen. Können wir ja schon mal einen Bahnhof hinsetzen.
Ja, auf der Seite vom Wasser müsste ich jetzt fertig sein. Ich habe jetzt hier dieses Holzlager angeschlossen. Da geht die Strecke jetzt hier über die Brücke, wo auch die Erzlinie lang geht. Führt dann hier am Erzbahnhof vorbei und geht dann hier rüber übers Wasser und soll dann hier hinten zur Bretterfabrik kommen, also zum Sägewerk. Und dann habe ich schon ein Gleis gemacht, das hier auch doppelt jetzt ist, und das geht dann hier rum und rein nach München. Sollte es jetzt gehen, muss ich jetzt hier noch eine Weiche machen. Ich sage einfach hier rum. Hier muss er jetzt auch nicht mehr so schnell fahren, der Zug. So, dann fährt er hier wieder raus und müsste jetzt hier eine Weiche bekommen, um nach rechts rüber zu kommen. Da stört jetzt aber, oder stören die Signale. Machen wir mal kurz weg. So, setzen wir hier gleich an. Und gehen hier rüber. So, neue Signale setzen. Einbahnverkehr ja. Einmal hier. Und einmal hier. Und hier auch noch eins. So. Somit müssen die Verbindungen schon ganz gut stehen hier auf der Seite. So, jetzt muss bloß noch das da drüber. Jetzt muss er hier ein bisschen Schlängelinien fahren. Bisschen blöd, aber geht ja nicht anders. So. Glätten. Jetzt fährt der hier rum. Sieht da auch ein bisschen komisch aus hier. Bisschen gebackt hier. Ein bisschen gut machen. So, jetzt muss hier in die Richtung ein Zug und dann muss ja noch einer in die andere Richtung. Nämlich der Werkzeugzug nach München. Ist ja hier auch lang. Hoffentlich klappt es hier noch lang vorbeizukommen. Passt, passt. Sieht ja gut aus. So, jetzt muss ich hier am besten gleich rüber. Funktioniert nicht. Ich schätze mal wegen dem Signal. Kurz nochmal weg. Jetzt passt's. Sehr schön. So, Signale, Einbahnverkehr, nein. So, das geht so, so, so. Müsste eigentlich hinhauen. Jetzt muss das Gleis noch hier rüber. So, super, die Kreuzweiche hat hier auch funktioniert. Jetzt müsste ich das hier doppelgleisig bekommen. So, das hat schon mal super geklappt. Dann müsste das jetzt eigentlich reibungslos funktionieren.
So, mal überlegen, wo ich den Zug kaufe. Am besten wäre eigentlich in Frankfurt. Oder ich schicke ihn von Düsseldorf hierher. Das ist eine ganz schöne Strecke, aber eigentlich auch ganz spannend, ob das funktioniert. Ich glaube, ich kaufe den So, zwei Düsseldorf. neue Linien sind erstellt. Hier habe ich jetzt schon den vorbereiteten Holzzug. Mal gucken, München, Holz. Keine Fehlermeldung, also findet er scheinbar den Weg dahin. Jetzt kaufen wir gleich noch den Werkzeugzug. Da würde ich aber gerne den grünen nehmen. Und die Waggons nehmen wir mal Kapazität 100. 130, 117. Kaufen. Würde hier gerne die Farbe ändern. Und du bist für München Werkzeug. Oh, funktioniert scheinbar auch. So, mal schauen, ob hier das Sägewerk schon Holz ablädt. Ja, sieht schon 160. Sieht gut aus. Wie viel schafft die Linie denn weg? München Holz. 407 ist ja perfekt. Cool. So, jetzt müssen wir hier noch den Bredderzug ein bisschen pimpen, glaube ich. Der hat nämlich nur eine Rate von 218. Ist ja nahezu nichts. Ein paar Waggons passen ja noch ran, aber ich glaube, der Bahnhof hier ist zu klein, denn. Ach, hier wird schon die ersten Werkzeuge für München gelagert. Sehr schön. Würde das denn funktionieren mit zwei Bretterzüge? Der hat hier Wartezeit eigentlich. Der versendet ja nur 200, aber der wird bald mehr versenden. Ich könnte hier noch ein Gleis ransetzen und dann da auch noch einen Zug ransetzen. So, jetzt werde ich noch eine Linie erstellen, die von hier nach da geht. So, jetzt muss man hier natürlich noch in München gucken, wo denn das Werkzeug benötigt wird. Das ist hier ganz hinten, das heißt, hier muss auf jeden Fall ein LKW hinfahren. Also brauchen wir hier eine Unload-Station. Die würde ich sagen, setzen wir dorthin. Und dann machen wir hier noch eine neue Linie. Ich werde mal hier erstmal die Linie einstellen, dass der hier auch nur Maschinen lädt, nicht dass das da halt durcheinander läuft. Und hier entladen Maschinen. So. Und jetzt neue Linie. Von da nach hier hinten. Die Farbe machen wir mal in, nee, gelb nicht. Blau. So, dann hier voll und zwar mit Werkzeug. Und hier Werkzeug entladen. Das ist dann München.
Werkzeug, LKW. Ah, wo war das Depot? Hier hinten. So, schöne LKWs hier für Werkzeug. Ich sage den. Den machen wir hier auch schön in Gelb oder Orange. Ich glaube, Orange ist schöner. Und dann geht's los. München Werkzeug. So, das Werkzeug kommt jetzt so langsam in München an. Fehlt jetzt eigentlich nur noch hier die Waren zu produzieren irgendwo. Denn die brauchen wir in Köln und in Hamburg. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich eine Warenfabrik dann nutzen für beide Städte. Und dann haben wir alle Städte versorgt, soweit. Das werde ich wahrscheinlich ein bisschen komprimieren in der nächsten Folge mit den Waren. So dass wir in der nächsten Folge dann sagen können, Ende nächster Folge, dass alle Städte alle Waren bekommen. Und dann können wir ganz viele Linien erstellen, die die Städte miteinander dann verbinden. Und dann können die Städte anfangen zu wachsen. Und dann können wir ein bisschen kreativ werden und die Städte dekorieren. Beziehungsweise die Bahnhöfe oder wie ich in Berlin ja schon angefangen habe, die ganze Stadt halt so ein bisschen anzupassen. Ja, da hinten kommt der Werkzeugzug für München. Und mit denen würde ich mich dann verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann schon in der nächsten Folge Transport Fever 2.